So, als letzten Beitrag heute Abend freue ich mich, nochmal eine ganz andere Facette der Fotografie zu zeigen. Das ist das Künstlerduo Unity Art, Nabia und Tom. Die haben sich, das ist ein Künstlerduo, das eigentlich ein starkes Konzept verfolgt und sich auch der Fotografie bedient. Die werden aber gleich selber erzählen, um was es geht. Kleine Anekdote am Rande: Sie haben sich vor fast auf den Tag genau vor 14 Tagen, 14 Jahren hier in der Nähe kennengelernt, nämlich in der Goldenen Krone in Darmstadt. Tom war als Vampir verkleidet und Nabia hatte eine blaue Perücke auf. Heute kommen Sie nicht als Vampir und ohne blaue Perücke. Herzlichen Applaus für Unity Art. Bitte schön. Ja, super. Schönen guten Abend. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein. Und ich sehe euch ja gar nicht. Es ist so hell hier. Hallo. Dürfen wir die Bilder weiterklicken selber? Hatten wir so ein. Ach so, okay. Dann können wir jetzt, haben wir 2 Minuten extra, die wir reden können, oder? Ja, wir haben uns 1997 kennengelernt, im Januar, Ende Januar. Also wir haben jetzt praktisch unser 14-jähriges Jubiläum und wir stellen uns unser Langzeitprojekt Unity vor. Das ist ein Projekt, das man nicht planen kann, für das wir kein Konzept hatten. Halt, mach's nochmal zurück. Ja. Nicht so schnell. Okay. Hey, Moment. Okay, mach's zu. Sondern das Projekt ist zum Projekt geworden, indem wir uns verliebt haben und angefangen haben, uns zu fotografieren. Ich war kurz vor meinem Studium der Fotografie in Bielefeld und Tom hat auch fotografiert. Wir haben beide vorher Selbstporträts gemacht und als wir dann zusammen waren, war es klar, dass wir dann irgendwann angefangen haben, uns zusammen zu fotografieren und damit einfach weiterzumachen. Wir haben mein Studium zusammen verbracht, während Tom in der Juristerei involviert war und da etwas stecken geblieben ist. Davon haben wir uns aber nicht sonderlich ablenken lassen, sondern wir haben einfach weitergemacht. Ach ja, Moment, klick mal weiter. Genau. Also so haben wir uns kennengelernt. Das war kurz danach. Wir sind damals ja partymäßig etwas mehr unterwegs gewesen als heute. Und da habe ich mich gerade fertig gemacht. Machen wir weiter. Das ist ein Bild, das ist 2003 entstanden. Kannst du noch eins weitermachen? Ja, das war auch 2003. Also der Impuls, die Fotos zu machen, ich denke, den kennt jeder, wenn man einfach was erlebt, einen besonderen Moment, das Gefühl hat, diesen Moment möchte ich konservieren, weil es einfach schön ist, dann drücke ich ab. Machen wir nochmal weiter. Und 2002 habe ich dann zum ersten Mal gedacht, Mensch, irgendwie, ja gut, ich habe Fotografie studiert, kannte die Arbeiten von Nan Goldin und Cindy Sherman, mich habe auch ein bisschen mit Selbstporträtarbeiten von anderen Fotografen, Fotografinnen beschäftigt. Ich wusste immer nicht, inwiefern sind Bilder, auf denen wir selber drauf sind, für andere interessant. Anyway, ich habe mal eine kleine Auswahl gemacht in ein 13 mal 18 Billig-Plastikalbum, keine 200-Euro-Mappe, habe ein Best-of gemacht und bin dann 2005 zu einer Portfoliosichtung nach Hamburg vom Haus der Fotografie organisiert zu Gruner und Jahr. Und da schlug dann die Bombe in unser Leben ein. Beim ersten Termin Katrin Schramm und Ulrike Klug von der Galerie 11 damals, die uns. Ja, nee, genau, wie war das? Genau, ich habe eigentlich erst ein anderes Projekt vorgestellt und dann habe ich dieses kleine 13 mal 18 Album, das habe ich heute immer noch, hätte ich eigentlich was mitbringen können. Also, ja, das nicht, das unperfekte Album habe ich dann gezeigt und sagte, wir haben da noch was, ich hätte da gerne mal ein Feedback, ich bin da so ein bisschen unsicher, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Und dann war es wirklich so, ich habe gesehen, wie die beiden irgendwie so große Ohren, große Augen gekriegt haben. Und dann weiß ich noch, wie die Ulrike mich gefragt hat, ja, wie viele Bilder habt ihr davon? Wir waren damals 9 Jahre zusammen. Da meinte ich so, na ja, also ich meine, ein paar tausend Bilder, wenn man die editiert, vielleicht 100 oder 150 gute. Und dann war es also die Idee von der Ulrike, und das werde ich ihr nie vergessen. 300. 300 Bilder in chronologischer Reihenfolge bei Gruner + Jahr auszustellen. Und
kurz davor, das kannst du jetzt auch noch weiterklicken. Moment. Genau, gab es den ersten Artikel über unsere Arbeit. Das sind zwei Seiten weiter, kannst du noch klicken. Also es waren drei Doppelseiten. Das kannst du lassen, genau. Das war die blaue Perücke vom Anfang, die der Thomas erwähnt hat. Und März 2006 hatten wir dann also aus dem Nichts heraus eine riesengroße Einzelausstellung bei Gruner und Jahr in Hamburg. Ich war zu der Zeit Referendar und ziemlich unzufrieden mit der ganzen Referendarzeit. Quod erant demonstrandum. Ja. Und Moment mal, jetzt haben wir irgendwie... Genau, also. Hallo? Okay. Ausstellung schlug ein wie eine Bombe. Machen wir weiter. Nee. Noch ein. Genau. Das war die Vernissage im März. Also die Bilder gingen über 50 Meter hier oben an der Wand entlang, hier unten und dann hier auch nochmal rum und waren mit den Jahren gekennzeichnet. So, also immer wenn wir ausstellen, hängen wir die Jahreszahlen daneben, sodass der Betrachter dann also wirklich die Zeit ablaufen kann und die Veränderungen halt nachvollziehen kann, die so langsam ja irgendwie vor sich hinschreitet. Danach ging es dann weiter mit vielen Ausstellungen. Wir hatten eine Ausstellung in Berlin zum Thema Love is the Message. Das fand ich ganz schön. Andere Gruppenausstellungen in Bremen. Dann innerhalb von 9 Monaten nach Gruner und Jahr sind wir zum Bremer Förderpreis für Bildende Kunst nominiert worden und haben die gleichen Bilder hier auch nochmal in die extrem harte Stahlbetonwand von der Städtischen Galerie in Bremen aufgehängt. Das war auch nochmal ganz spannend und danach, also es hat sich immer aus dem einen, hat sich immer das nächste entwickelt und also ich bin mir sicher, heute wird sich auch wieder irgendwas entwickeln. Es kommt meistens immer aus einer anderen Richtung, man arbeitet irgendwie in die eine Richtung und dann zack, wir fahren gerade nach Genua, um die Bilder von unserer letzten Ausstellung abzuholen und Bernd ruft mich an und lädt uns ein fürs Katapult. Also irgendwie so, aus einer Richtung, wo man dann irgendwie gar nicht mehr damit rechnet. Jetzt nochmal gehe ich in der Geschichte nochmal ein bisschen zurück. Und zwar haben wir 2005 die ersten Fotojobs bekommen, in denen wir auch schon zusammen angefangen haben zu arbeiten. Die Aufträge waren relativ groß, immer unter ziemlichem Zeitdruck, sodass ich zu Tom gesagt habe, komm, wir teilen uns das, wir teilen uns die Zeit und das Geld. Und er hat dann also während seiner Juristerei schon angefangen, mit Fotografie Geld zu verdienen. Und Zeit läuft ab. Wo steht er denn? Ich vermute. Also, okay. Nein, auf jeden Fall, wir haben durch die ganze Zeit in der Studienzeit halt einfach festgestellt, wie gut wir zusammenarbeiten können. Er kann Sachen, die ich nicht so gut kann und andersrum. Wir ergänzen uns also ganz gut in der Zusammenarbeit. Und dann war es Ende 2006, 2007 für Tom an dem Punkt, wo du gesagt hast, no more Jura. Und er hat sich eben auch wie ich als Fotograf und Künstler selbstständig gemacht. Und jetzt sind wir beim letzten Jahr angekommen. 2010 war dann nochmal richtig erfolgreich. Wir hatten, das war 2008, mach weiter, Zeitdruck. 2008 hatten wir, genau, das war das letzte Bild, 2008 hatten wir schöne Veröffentlichungen im Campus Magazin. Nee, das war vorher, das ist jetzt Geo. Genau, da fehlt ein Bild, egal. Ich bin weitergegangen während du. Okay. Und 2010 war jetzt ganz toll, da kam die Geo auf uns zu und das war für mich persönlich der tollste Erfolg bisher, denn die Geo war das Magazin, das mich damals vor 21 Jahren, als ich 13 Jahre alt war, überhaupt inspiriert hat, mit der Fotografie anzufangen, weil ich beim Betrachten der Bilder einfach so ein richtiges Kick und ein Kribbeln bekommen habe. Und Geo Deutschland, dann kam Geo International jetzt in der Oktoberausgabe, weltweit völlig abgefahren, also in 18 Sprachen übersetzt. Und was dieses Jahr auch noch passiert ist, wir haben bei einem Hollywood-Film mitgespielt, die drei Musketiere waren wir kurz dabei, dann gab es noch eine Ausstellung in Bremen. Also zack, 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 zack. Und Tom, machen wir weiter bis zum letzten Bild, das sind Bilder aus den letzten Jahren. 2010, genau, die sind aus diesem Jahr, Portugal. Und Tom hat, das ist nur mal, um zu zeigen, wir machen auch noch was anderes. es gab eine große Kunstnacht der Körperweltenausstellung in Bremen und wurden verschiedene Künstler eingeladen. Und innerhalb von 4 Stunden sollte man eine Arbeit erstellen. Die meisten waren Zeichner, die haben Computer mitgenommen. Und Tom hat mit dieser Arbeit den ersten Preis gewonnen, was in dem Fall eine Reise nach Paris war. Ganz lustig, war schön.
Und der Grund, warum wir überhaupt uns damals entschieden hatten, die Bilder zu zeigen, ist, kleine Background-Story noch zum Schluss, eine traurige und schwierige Vergangenheit von mir, durch die ich nie gedacht hatte, dass ich glücklich sein kann oder überhaupt beziehungsfähig bin, was sich dann eines anderen erwiesen hat. Und das ist die Hauptmotivation für mich persönlich, dass ich meine oder unsere privaten Bilder überhaupt ausstelle. Ja, das war's. Ganz kurz, 14 Jahre zusammengefasst in 7 Minuten. Okay, danke. Ja, vielen Dank, Nabia und Tom von Unity Art. Das war's.